Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Beyond Blue. Wie ihr hier vorne schon direkt sehen könnt, wir tauchen heute in der Runde. Und wer mich vielleicht schon ein bisschen kennt, der weiß, ich habe ein bisschen Angst. Und zwar vor Haien. Gott sei Dank. Da unten waren aber Luftblasen, ich wette, da überlebst du. Sicher? Ja, okay, ich geh nochmal runter. Doch immer so. Dieses Spiel ist auf jeden Fall eine Art Tauchsimulator, so stelle ich es mir zumindest vor. Ich habe es auch nicht gespielt. Wir werden es jetzt zusammen erleben. Wir gehen auf ein neues Spiel. Was mache ich denn immer? Ich hasse das, wenn ich den Boden im Meer nicht mehr sehen kann. Weil da kann dann ein Ochse kommen. Ein Ochsenhai. I'm generally not a woo-woo kind of person. Was ist denn jetzt los? But the ocean, it's a part of me. Ja, ja, der Ozean ist auch Teil von mir. You can say it runs in my blood. In meinem Blut ist nur Zucker, weil ich so gerne nasche. Oh Gott. Oh nein. Was sind das für Haie? Greifen die mich an? Ein Rochen? So einen habe ich schon mal in echt gesehen. I'm in and okay. Ja, ich auch. Umsehen. Hey Mariah, how's the new suit? Der ist super. Nice. A bit itchy, but I've had worse. Scanner-Tutorial zum Wegpunkt schwimmen. Oh, der Rochen. Hi. Boah, ich weiß noch, als ich das erste Mal in meinem Leben mit Flossen geschwommen. Wer bist du denn? Scanner öffnen. Okay, ich scanne erstmal dich. Zack. Mobula Taraparapakana. Und was bist du? Ein Walhai. Ja, was bist du? Bist du jetzt Hai oder Wal? Boah, ey, der könnte mich doch einfach fressen. Ist hier sonst noch irgendwas? Boah, das ist... Guck mal, da an der Kante. Da könnte jetzt so ein riesiges prähistorisches Monster... was war das? Auf mich warten. Was war das Ding? Habt ihr das gesehen? Dieses weiße? Scanner schließen. Ja. Schnell schwimmen mit Shift. Okay. Ah, da kommen wir da vorne müssen wir hin. Bitte keine Haie. Bitte keine Haie. Okay, ich muss irgendwas machen mit Sound. Okay, ich gehe hier unten. Hier ist... Leben Haie in Höhlen? Hoffentlich nicht. So, ich gehe jetzt hier hoch. Keine Haie, bitte. Da ist ein Rochen. Ah, jetzt muss ich nach hier oben. That's close enough. Ja. You can use your dive water to control the boy from there. Ja, ja, ich mach jetzt. Scheinbar habe ich gerade ein Seil mit drin stecken. Okay, mit F. Refresh me on the controls. Ach so. Move the target and circle around. Each sound will get louder when you are close to locking in on an animal's location. Ich kann jetzt so Tiere anvisieren. Was ist das? Ein Delfin, ein Tümmler. Hier, da möchte ich hin. Warte, hier müssen wir scannen. Ein Pottwal, Alter. Manuels Mutter hat es ja auch ins Spiel geschafft. Was ist das denn für ein Geräusch? Buggelwale. Mariah, if you're okay, I'm going to start the live stream. Alter, schon hier Twitch oder was? Welcome to the OceanX live stream. I'm Dr. Mariah Soto and I'll be your eyes and ears on this expedition. Okay. I'm joined today by two colleagues. Hello, I'm Andre. Hello, everyone. I'm Irina. Irina, ja, schön, Sie kennenzulernen. Ich möchte jetzt aber zu den Tümmlers. Sorry, geh weg. Da, guck mal, das ist... Oh, wie geil. Wie geht's euch, Jungs? Guck mal, die sind ganz neugierig. Don't get too jealous, folks, just because I'm swimming with dolphins. Oh, my yeah. Grandmother always warned me that although they're cute, they can also be pranksters. And was? Today, also very noisy. Oh Gott, guckt euch da unten. Irgendwas Ekelhaftes ist doch da unten. Wie gigantisch dieses Tier einfach nur ist. That must be a sperm whale. I think I saw this bull from the sub. Alter. I wonder how far he's traveled. Oh Gott, er guckt mich an. Ey, da nice. Bemerkt man einfach mal, wie klein der Mensch einfach nur ist. Ich scanne dich einfach nur. Ich mach kurz die Augen zu und schwimme auf ihn zu. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Der frisst mich nicht. Okay. Aber er hat doch so einen riesen Maul, Alter. So, okay. Ich gehe jetzt mal ganz schnell hier weg. Dich scanne ich auch nochmal. Blub. Und euch da oben auch. Blub. Oh, was seid ihr denn für Interessante? Was seid ihr? Großer... Oh, Barracuda. Ja, auch nochmal ein paar Barracudas. Zack. Ah, hier auch nochmal eine Riesenmuschel. Als ob. Krass. Was bist du? Buggelwale. Looks like we've got our first singer. Fantastic. Hallo. Nicht mich essen. Mach nochmal, sing nochmal bitte. Das kann ich auch. Ja, ganz ehrlich. Das klingt doch so, Leute. So, jetzt dich nochmal scannen. Ach, dich. Nee, dich hatte ich noch nicht. Hey, Mariah. Ja? I'm seeing alerts on the South Buoy if you want to pull them down. Warnung? Okay. Let's see what mysteries this buoy unlocks. Nein. Oh Gott, er will mich fressen. Nee. Oh, nee, ey, jetzt mach bitte jetzt nicht irgendwie sowas Ekelhaftes. Kein Hai.
Leute, ich weiß auch, dass ich mich da anstelle. Das ist aber einfach so eine irrationale Angst. Ich habe einfach Angst, von einem Hai gefressen zu werden. Selbst jetzt gerade. Also zu Hause. So, was ist denn jetzt los hier mit der Boje? Was haben wir da vorne? Da haben wir unsere Puggel. Sensoralarm. Ja, da sind wieder die Portwahlschule. Sensorpeilsender. Und junge Delfine. Oh. What is that sound? Did I break something? I've deployed acoustic modems to transmit from other sensors. For those of you who have no idea what he's talking about, he means we use sound to transmit data. So we can have Wi-Fi in the ocean. Wait, what? Haben Sie das gerade gehört? What kind of band? Man hat doch unter Wasser kein WLAN. Like 1990 style. Meinten eben gerade irgendwas von Schwingungen im Wasser und WLAN und so. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Okay, was erwartet uns jetzt hier? Boah, das ist doch bestimmt irgendwas Ekelhaftes jetzt gleich. Da ist ein Rochen, ich sehe die... Mann, ich will jetzt nicht in eine Höhle. Oh, ich schwimme dort. Nee, ich tauche jetzt nicht nach da unten. Ihr seid doch absolut bescheuert. Ach komm. Was ist da unten? Runterschwimmen. Okay, ich schwimme runter. Was ist das hier? Wer wohnt hier? Biochemical emittance triggered this whole area. Okay. Because of me. Because I configured the sensors to detect stress. Was mit den Sensoren, Leute? Ach so, da hat jemand so einen Sensor hingelegt. Den muss ich jetzt einfach nur abholen. Okay. Let's find out what's causing that stress. Ja, ja. Please collect biosamples from any of the distressed corals. Happy gestresste Korallen? Sind Korallen? Was sind Korallen? Sind Korallen Pflanzen? Ja, oder? Sind das so kleine mikrobiotische Activia-Bakterien? Menschen? Ach Mann, ich weiß auch nicht. Ich muss auch zugeben, mit dem Meer habe ich mich nie so wirklich befasst. Es war nie was, also ich bin gerne im Meer geschwommen. Weißt du, Nordsee, Ostsee, da war Petersel zu Hause, wenn wir dann mit dem Wohnmobil da hingekachelt sind. Aber ich könnte euch jetzt nicht irgendwie 10 Walarten nennen. Pottwal, Buggelwal, Tigerhai. So, jetzt gehen wir mal nach da hinten. Oh, was ist das schon wieder für ein Geräusch? Ooh, Company. Unbelievable. Was denn? That sounds too close to be outside the research zone. Was denn? One of the waypoints went down. Do you think that's related? Yeah, probably. Warum sind wir... Habt ihr das gerade gehört? Die meinten, wir sind nicht allein. Was bedeutet denn jetzt, ganz ehrlich, so weit unter Wasser zu sein und dann... Ich glaube, wir sind nicht allein. Ich weiß, ich übertreibe. Oh, 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 oh. Das sind Haie. Das sind auf jeden Fall... Aber du bist aber süß. Du bist ein Weißfleckenkugelfisch. Puffy? Hallo. Mach sie jetzt... Puff? Nee. Aber ihr da unten, das sind Haie. Hundertprozentig sind das Haie. Nicht mich fressen. Was bist du? Weißspitzenriffhai. Muss ich den irgendwie ausweichen? Ey, das sind einfach zu viele. Mach, dass ihr wegkommt. Aber die sehen nicht so aggressiv aus. Ich glaube, das sind Lauchs. Das sind die Lauchs unter den Haien. Red light must mean a serious alert. Ja, ja. Ernsthafte, leere Batterie. Oi. Ist mal ein Wasserschluck. Whoa, Octopus. Was? I think it went in that cave. I'd like to go in that cave. Bist du blöd? Nee, wir gehen in keine Höhle, wo ein Octopus wohnt. Let's be real. There's no way I'm not squeezing through here to follow that Octopus. Der erschreckt uns jetzt gleich, ich sag's euch. Dieser blöde Octopus, der kommt jetzt gleich. Und dann, der springt in unser Gesicht und versucht uns zu ertränken. Da ist er doch. Geh weg. Schwimm weg. Wir sind gefangen. Der Octopus hat meine Beine. Alles gut. Falscher Alarm. Er chillt einfach nur in der Ecke. Hey there. Okay. Sorry to spoil your hiding place. So, jetzt geh mal raus. So, genau. Kraul da mal wieder schön durch. Zurück zu deinen Hai-Freunden. Oh, Spiel macht mich fertig. Ah, da sind die jungen Delfine. Hi, Jungs. Fun alert. Looks like some young dolphins are having a playdate. Euch scanne ich. Kann ich euch scannen? Oder hatte ich euch schon? Zack. Zack. Delfine zum Spielen auffordern? Wie kann ich denn Delfine zum Spielen auffordern? Achso, da unten. Zack. Hey guys, can I take a turn? Wie geil. Ich finde, Delfine sind einfach richtig, richtig coole Tiere. Wir müssen jetzt zu dem Pottwal. Und komischerweise heißt es auf Englisch Sperm Whale. Interessanter Name. Boah, das ist ja eine ganze Party, Alter. Oh Gott, warum dreht ihr euch denn immer? Machen die das ständig? So. Eins. Zwei. Mann, könnt ihr bitte mal aufhören, hier immer wieder rein zu quatschen? Right. Our mommy whale has delivered. Everyone say hi to her beautiful one-ton baby girl. Is she okay? Oh. Right. Shh. She's nursing. I just wish
all of you could be here for one second. Amazing. That is the end of our stream. Like, share, comment. Ja, remember, like, teilt und kommentiert das Video. Was macht sie? Ist sie YouTuberin oder was? Ich bin ja kein Experte, aber die hat ja an irgendwas genuggelt, der Wal. Was hat die Pottwal-Dame da so ein Getränkehalter oder was? Ich verstehe es nicht. Ui. Ah, krass. Hier unsere eigene Unterwasserstation. Wir gehen mal hier drauf. Letzter Tauchgang. Andre anrufen. Nee. Ach, ich kann. Sag mal, können wir. Ich hab die Rechte von dieser Musik nicht. Ah, guck mal, ein Scheißhaus hat sie auch. Wir sind bereit zum Tauchen. Warum ist es jetzt plötzlich Nacht? Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, ich habe meinen ersten Tauchgang erfolgreich abgeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich habe heute keinen Herzinfarkt bekommen. Mich hat auch glücklicherweise kein Hai angegriffen. In diesem Sinne, habt alle noch einen traumhaften Tag. Wenn ihr neu seid, abonniert gerne den Channel und haut rein. Ciao, ciao.